Ja, hallo Leute zu einer neuen Folge die Mega Games und heute wollte ich einen Steg nach dahin machen, wenn noch Zeit übrig ist, das Haus noch ein bisschen zu Ende machen. Dafür habe ich ein bisschen Holz gefarmt, weil das ja nicht ganz so spannend ist. Das hier habe ich auch schon weggemacht. Nicht. Da sieht man es schon. Da sollten wir auf jeden Fall den Steg fertig mitbekommen. Und ein Bett können wir uns endlich machen. Das ist auch ziemlich cool. An der Stelle kann ich ja auch mal eben sagen, warum die letzten Wochen keine richtigen Videos kamen. Es kamen ja nur so kurze, wo ich nichts geredet habe. Oder von Supercards einfach nur ein kleines Pack-Opening. Weil ich lag lange flach, konnte somit nicht reden und keine Videos machen. Und jetzt ist es endlich wieder soweit. Ich freue mich total. Und ja, deswegen werden jetzt wieder Videos kommen. Das auf jeden Fall dazu. Vor allem, wenn ich so heiser bin und ich muss die ganze Zeit so rumbrüllen, wenn man mich anders nicht versteht, ist das ja auch ein bisschen blöd. Und der See, also der Teich hier, ist ja auch ziemlich klein. Vielleicht können wir uns da ja noch mal irgendwie was bauen, das Glas oder so. Aber das kommt dann in den nächsten Folgen irgendwann mal. Ich kann ja mal passieren, sagen, was hier in den nächsten Tagen so passieren wird. Also, ich mache hier den Steg, das Haus mache ich fertig. Dann werden wir die Höhle erkunden. Also so, bis wir ein bisschen Eisen, vielleicht auch Dias gefunden haben. Und danach habe ich jetzt noch nichts geplant. Könnt ihr hier mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so hier sehen wollt. Der sieht doch gar nicht mal jetzt so schlecht aus. Oh. Eben noch das Sand hier weg. Ich glaube, wenn wir so an der Seite noch einen machen, dann würde das noch besser aussehen, dann wären wir vielleicht in dieser Folge sogar mit dem Haus fertig. Wäre natürlich auch ziemlich cool. Werkbank. Zack, die machen wir erstmal hier. Ach ja, stimmt, das wollte ich noch. Hier in-house sieht es ja noch ziemlich kacke aus. Das wollte ich auch noch ändern. Entschuldigung. Ich mache mal eben kurz. So, Ton ist aus. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Hoffentlich trifft uns das Skelett nicht. Das war so klar. Wir sterben zu 90% mal wieder in der Folge. Aber kommt, ihr kennt das doch bestimmt, dass die Skelette so richtig stark sind. Ich verstehe nicht, wieso wir das nicht platzieren können.
Weil essen kann ich auch nicht, weil hier kaum Tiere sind. Ach so. Weil ich wollte mir nämlich hier ein Hochbett machen. Und dann machen wir uns Sticks. Drei Leiter. Und dann kann man da hochklettern. Und hat ein cooles Hochbett. Ein Holzschwert. Kann man sich auch mal machen. Das bräuchten wir und das bräuchten wir. Zack, zack. Bang. Okay, wir brauchen noch mehr Treppen. So. Toll, es regnet. Dann geht die Folge eigentlich schon 6 Minuten. Also dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um das Haus zu machen. Obwohl wir bestimmt in der Folge sterben werden. Jetzt ist auch noch Gewitter. Blödes Wetter heute. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal was zu essen, damit ich hier nicht verreck. Wenn man sich mal umguckt, hier sind wirklich nirgendwo Tiere. Da hinten ist eine Spinne. Aber essen, irgendwas zu essen. Bambus brauchen wir jetzt erstmal nicht. Können wir uns merken, dass da hinten Bambus ist? Noch nicht mal ein Huhn hier. Das war so klar. Ich sterbe nur von einem Skelett. Anders kann ich nicht sterben. Mich bringt ein Skelett um oder niemand. Aber ich glaube, es ist auch Nacht geworden, weil ich kann mich nie. Ja, es ist Nacht. Bei Regen erkennt man das ja nicht so gut. Wer hat uns jetzt Damage gemacht? Das Skelett. Das war so klar. Sind Monster in der Nähe? Genau. Das heißt, ich kann jetzt nicht zu Hause schlafen, weil ein Skelett 10 Meter von mir entfernt ist oder was? Was ist das denn für ein Fake? Ein Skelett ist jetzt auf einmal sogar vor meiner Haustür. Wo kommst du denn hier? Just for fun, Penner, ey. Aber wenn da jetzt das Skelett ist, dann könnte ich doch eigentlich hier hinten pennen, oder? Endlich.
Und unser Gras ist gewachsen. Mann, ich hasse Skelette. Die machen so krass viel Schaden. Selbst kann man mit einem Skelett erschossen. Die haben, glaube ich, 20 Leben. Aber man muss die mit einem Diaschwert, muss man die 10-mal schlagen. Meine Güte. Endlich ist der verreckt. Hey, wo ist denn jetzt das Weizen gegangen? Oder wie sollen wir das jetzt vermehren? Lol. Zack, zack, zack. Dann hole ich eben noch ein bisschen Holz. Dann machen wir das Haus zu Ende. Oder fangen damit an. Obwohl es auch schon mit der Folge ziemlich knapp wird. Eigentlich ist die Zeit ja nicht mehr dafür da, aber das ist ja egal. Aber damit würde ich auch sagen, ich verabschiede mich hier von dieser Folge und würde sagen, ciao und bis zum nächsten Mal, Leute.